asthmatischem Pustel hört ja eine Herz-Lungen-Maschine. Damit könnt ihr ja nicht eine Seifenblase aufpusten. Wir sind ja noch nicht trainiert. Auf jeden Fall schlagen wir die Amis. Quatsch hier nicht rum, die Muskeln dürfen nicht kalt werden. Immer in Bewegung bleiben. In dem Zustand haltet ihr nicht eine Minute durch. Aber Mücke, wir fangen doch jetzt erst an. Ich meine, ganz schön sportlich sind wir ja schon. Au! Wo jetzt? Ab heute keine Zigaretten und keinen Alkohol. Um 9 Uhr geht's in die Falle und wenn der Morgen dämmert, heraus aus den Federn. Und auch ade, ihr schönen Frauen. Das fängt ja gut an. Ich wollte das nicht. Ihr habt mich geholt. Sowieso ein Wahnsinn. Gib mal den Ball her. Den könnt ihr erstmal vergessen. Spielen wir nicht auch mal im Training? Ihr müsst erstmal die Form haben, um das Ding zu halten. Ich will doch, dass ihr gewinnt, Jungs. Wann ist das Spiel? Das Spiel in 3 Wochen. Dann habt ihr 20 verdammt harte Tage vor euch. 20 Tage, die ihr euer Leben lang nicht vergessen werdet. Aber eins verspreche ich euch. Ihr werdet diesen Punkt bekommen. Oder ich will nicht mehr Mücke heißen. Fertig! Sind alle Regeln, ich kenne sie auswendig. Vergiss sie wieder. Wir fangen von der Pike auf an. Football ist ein Spiel, bei dem es auf 2 grundlegende Dinge ankommt. Aufwendigkeit und Kraft. Mit meinen Methoden werde ich euch schon hingurken. Nur seid ihr alle verdammt nochmal zu langsam. Schnelligkeit kann man nicht reinzaubern. Nein, die hat man oder man hat sie nicht. Also es ist jetzt genau 3 Uhr. Training ist vorbei. Übrigens, wer von euch kennt einen guten Hehler, der geklaute Sachen kauft? 17 Steine und angeblich wasserdicht. Ich möchte bloß mal wissen, wer diese billigen Zwiebeln in Umlauf bringt. Wieso, haben Sie die auch beschissen? Ja, einmal erst. Ein ziemlich junger Bursche war das. Er hat mich mächtig aus der Puste gebracht. Der war flink wie ein Wiesel, der schien zu fliegen. Der hat die Erde gar nicht berührt beim Wegrennen. Na wunderbar, das Bürschchen suche ich. Mann, das hat sich ja gelohnt heute. 3-mal hintereinander den großen Top gezogen. Habe ich dich da gut beraten? So viel Schwein habe ich selten. Wenn wir jetzt erstmal schön essen gehen. Ja, und dann gießen wir uns was in die Natur. Mann, so viel Geld hatte ich noch nie bei mir. Wenn uns jetzt ein Bulle filzt, dann glauben die, wir haben eine Bank leer gemacht. Das ist ein Überfall. Los, raus mit den Kohlen, aber schnell. Mann, hättest du nicht gestern kommen können, da habe ich ein paar Tausend verloren.
Gott, was willst du? Mal das Ding weg. Was hast du denn? Ich kenne dich doch gar nicht. Du lernst mich aber noch kennen. Also. Ja, ich mach schon. Geh sie nach, ob alles drin ist. Das haut mich echt um und da sagt man immer, die Bullen tun nichts. Ja. Was ist denn jetzt noch? Ich hab nicht mehr. Jetzt kommst du mit. Ja. Ist das jetzt alles, was ich hier machen sollte? Sagen wir einen Teil. Soll ich dir mal was sagen? Mir fängt das an, Spaß zu machen. Aber ich muss dich erst überreden. Okay, ich bin dabei. Aber so ab und zu kriege ich doch mal Urlaub. Du warst schon für draußen. Für den Griff in die Kollekte. Danke. Seid ihr eingepennt? Los. Nicht so Alarm, das muss schneller gehen. Das muss wie ein Blitz aussehen. So schneller, hopp, hopp, hopp. Ach, der nur wieder. Sieh mal an, du nimmst sie ja ganz schön ran. Ist ja Qualitätsarbeit. Ich ziehe meinen Hut, Mücke. Von so einem alten Hasen, wie du es bist, können die Burschen natürlich eine ganze Menge lernen. Ist ja echt rührend, mit welchem Eifer die trainieren. Naja, umso besser für euch und umso besser für uns. Dann kann hinterher keiner sagen, es war unfair, wenn die was auf die Mütze kriegen. Ihr habt von vornherein vor, so kräftig zu holzen, wie es geht, ja? Moment mal, auf so einen Spruch kann ich nicht. Wir werden ganz faires Spiel austragen, Mücke. Das war die Vorbedingung von meinem Boss. Mhm. Wir haben euch was mitgebracht. Ah, sehr schön. Zeig doch mal, was da ist. Oh, ich will mal rein. Oh, gib mir mein Domi. Domi, ich bin aus Leder. Seine Rechte, die sich doch Na, kommt mal, Jungs, schaffen wir das erstmal in Sicherheit. Nachher nehmen die es wieder mit. Wir verlangen aber auch Fairness von eurer Seite, Mücke. Und da verlasse ich mich mal auf dich und auf deinen Einfluss auf die Boys. Die dreckigen Tricks kennst du ja alle. Aber die kennen wir auch. Ich war, um ehrlich zu sein, echt happy, als ich gehört habe, dass du die Bengel trainierst. Obwohl das unsere Chancen ein bisschen nach unten schraubt. In den paar Tagen kann ich doch keine Profis aus denen machen. Weißt du, das Wichtigste für mich ist, dass sie an sich glauben und eine Aufgabe haben. Nur deshalb gehe ich drauf ein. Und fair werden sie schon sein. Und faule Tricks gibt's nicht. Na, sowas bringt doch Frohsinn. Ja. So langsam finde ich Gefallen an dir. Hoffentlich bleibt es so. Ich drück die Daumen für dich. Lass den Quatsch, Spiegelchen. Gib die Uhr wieder her. Ich hab's gesehen. Ich bin auf der Kasse. Die Uhr zurückgeben. Was ist denn los hier? Meine Armbanduhr ist plötzlich weg. Ach komm, hör auf. Deine auch weg? Die wirst du in der Kaserne vergessen ja, haben. Leider. Unsere Birne scheint nicht mehr zu funktionieren. Ich hatte sie noch um, als ich hier fuhr. Wenn ihr so dämlich seid, euch beklauen zu lassen, dann geschieht euch das ganz recht. Ich würde mal sagen... Ah.
Also schön, wenn ihr es nicht anders wollt, dann klammern wir die Fairness eben noch mal aus. Runter mit dir! Jawohl, ja. Mal ganz ruhig, Jungs, ja? Geht ja auch anders. Da wollen wir mal. Wir lernen doch immer noch dazu. Und auch anders. Ich habe den Yankees mein Wort gegeben, dass es keine faulen Tricks gibt. Und ab wann? Ganz genau von diesem Moment an. Mensch, habe ich ein Schwein. Die Kleinigkeiten, die habe ich nämlich vorher geklaut. Und was ist, wenn die zurückkommen? Das halte ich für ausgeschlossen. Wieso? Weil der Tanksauger mal wieder fürchterlich zugeschlagen hat. Die Karre lief ja schickert. Dieses verdammte Mistpack. Aber in ein paar Tagen werden wir Ihnen eine Rechnung präsentieren, die sich gewaschen hat. Eigentlich schade, dass wir darauf noch so lange warten müssen. Na, lass mal. Bis dahin schleife ich euch noch ein bisschen, damit sich's für die Bande auch noch lohnt.